Wir stehen hier vor dem Rosinenbomber auf dem Flughafen Tempelhof. Neben mir ist der Flughafenkommandant Oberst Dieter Satz. Er wird uns etwas über diesen Rosinenbomber sagen. Heute ist ja wieder der Tag der offenen Tür der US Air Force. Und ich meine, ein ganz besonderer Tag, weil vor 40 Jahren die sowjetische Blockade Berlins beendet wurde, begeht die Luftwaffe, die US-Luftwaffe, diesen Tag der offenen Tür in besonderer Weise. Nun erklärt uns vielleicht mal Colonel Satz den Rosinenbomber näher. Na, Herr Jauch, wie Sie schon wissen, dieses Flugzeug hat ja wirklich in der Blockade geflogen und ist hier im 62 wieder in Tempelhof angekommen und hat seit der Zeit zum größten Teil draußen gesessen und in der Luft nicht so gut erhalten, so mussten wir eine große Restaurierungsarbeit anfangen. Und für die letzten 2 Jahren haben unsere Mechaniker damit rumgebastelt. Und wir haben es jetzt in die richtigen Farben, wie es geflogen ist, wieder aufgezogen. Die ganze Innenseite ist restauriert, sieht fabelhaft aus. Die alten Instrumente sind eingebaut, von Navigationsinstrumenten bis zur Schlafbude da, wo einer von den Piloten da drauf schlaft. Und neue Reifen und so weiter. Und wir hoffen, dass es jetzt so für die nächsten 20 Jahre sich wieder aushalten kann und dass wir das hier nicht in Berlin verlieren. Ja. Schönen Dank, Colonel Satz. Im Übrigen ist auch der frühere Bonbon-Pilot Colonel Halversen auf dem Flughafen Tempelhof. Er ist ja fast jedes Jahr zum Tag der offenen Tür hier. Die Berliner kennen diesen legendären Piloten aus der Zeit der Blockade sehr gut. Er ist mit uns und wird hier auch heute Nachmittag wieder vorbeikommen und hoffentlich ein paar Autogramme unterzeichnen. Er war mit uns gestern Abend und wir sind immer sehr, sehr froh, ihn wiederzusehen, weil er solch ein beliebter Kerl in der Stadt hier ist und auch sehr, sehr realer Mensch. Eine historische Persönlichkeit ist der Oberst Halversen hier in Berlin. Thank you.
Wir befinden uns hier im Süden Berlins in einem Spezialbetrieb der Firma Schlichting, spezialisiert auf Wasserpflanzen, Seerosen und sonstigen Pflanzen, die nur mit Wasser zu tun haben. Herr Schlichting, sagen Sie bitte, wie sind Sie auf die Idee gekommen, hier Wasserpflanzen zu züchten? Ja, haben Sie eine Ausbildung gehabt, wie ich mir es bekannt, dass Sie ein Jahr in England waren und sich der Sache dort angenommen haben und dass Sie dadurch gesagt haben, in Berlin gibt es so etwas nicht, fange auch damit an. Und Sie haben es richtig getroffen. Ich war in einem Spezialbetrieb und wir wollen hoffen, dass Sie weitere Erfolge hier haben. Sie haben eine große Palette an Wasserpflanzen und Sie sind ja nicht mehr unbekannt. Sie haben ja schon sehr viel Erfahrung in der Sache und können vor allen Dingen eine Auskunft geben, die jeder Mensch gebrauchen kann. Es ist ja nicht für jeden Wasserpflanzen, aber heute ist der ganze Trend auf Wasserpflanzen, Teiche und so weiter. Wie sind Sie dazu gekommen? Können Sie uns Näheres darüber erzählen? Ja, als junger Gehilfe bin ich in England gewesen und habe die Gelegenheit gehabt, in einem renommierten Betrieb zu lernen, wie man Seerosen und Wasserpflanzen richtig vermehrt und auch kultiviert. Und dann später, als ich mich selbstständig gemacht habe hier in Berlin, habe ich das wieder aufgegriffen. Vor 3 Jahren habe ich diesen Betrieb erworben und habe dann langsam darauf hingearbeitet, für die Privatleute Wasserpflanzen anzubieten, weil ich festgestellt habe, dass dieses Sparte sehr beratungsintensiv ist und dort ein Bedarf besteht in dieser Richtung. Es war ja eine ausgesprochene Marktlücke auf diesem Gebiet. Es waren wir einzelne Händler, die so etwas gehandelt haben, aber speziell darauf ausgerichtet. Das gab es ja in Berlin noch nicht. Und ich finde es sehr gut, dass ein Betrieb und ein Gärtner sich entschlossen hat, solch einen Betrieb hier im Süden Berlins aufzubauen. Und er hat ja dementsprechend auch eine gute Nachfrage. Es kommen dann auch Leute zu Ihnen, die laufend hier spazieren gehen. Sie haben ja auch sehr viel Frösche hier. Das ist ja unwahrscheinlich, was Sie hier einen Froschbestand haben, nicht, weil es sollen ja auch Unken und Molche hier vorhanden sein. Und können Sie die sehen, können Sie die auch hier fangen und wieder verkaufen? Oder geht das nicht? So, Reptilien sind absolut verboten zu verkaufen, auch Frösche. Es geht nicht, dass man die Frösche weggibt, nämlich Frösche wandern. Man kann nur Frösche als Kaulquappen oder als Laich in einen Teich einsetzen und dann, wenn sie geschlüpft sind, kehren diese Tiere meistens in den Teich zurück. Das Problem ist aber, dass die Frösche in den ersten 2 Jahren außerhalb des Teiches überwintern und dann brauchen sie im Winter frostfreie Verstecke, wo sie sich verstecken können, unter Laubhaufen, unter Steinen und so weiter. Und das ist das große Problem in unseren durchkultivierten Gärten, da müsste man noch etwas tun. Wie wenn man hier in Ihrem Betrieb ist, Sie haben hier ungefähr circa 12 große Teiche, ungefähr 6 mal 20 Meter. Und wenn man hier so durchgeht, da sieht man nur einen Frosch springen. Anders überhaupt nicht mehr. Es sind sie auch im Winter bei Ihnen vorhanden. Ja, wenn die Frösche älter wären, dann überwintern sie in den Teichen. Und die Großen bei uns, die haben bei uns alle überwintert. Sie sind ja nun auch ein Spezialist für Aquarienpflanzen. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Das ist ein anderes Gebiet, nicht wahr, für die Aquaristen. Und wollen heute bei den ausgesprochenen Teichpflanzen bzw. Seerosen bleiben, die ja heute, der ganze Trend richtet sich ja heute danach. Und wir sind zufrieden, nicht wahr, dass es so einen Gärtner in Berlin gibt, der sich dieser Spezialzucht angenommen hat. Von Seerosen gibt es viele Sorten in allen Farben, also rot, rosa, weiß und gelb. Da muss man jetzt drauf achten, die gelben Seerosen sind teilweise tropisch mit eingekreuzt und deswegen frostempfindlich. Die roten und weißen Seerosen sind bei uns heimisch und deswegen nicht so empfindlich. Man sollte darauf achten, wenn man einen Teich anlegt
und eine Seerose einsetzen möchte, dass man die richtige Sorte hat. Wir sind in der Lage, für jede Größe des Teiches und jede Tiefe die richtige Seerosensorte anzubieten. Es gibt Seerosenblüten, die bis zu Tellergröße große Blüten haben. Und auch kleine Seerosen, die bloß Blüten haben, von 5 Mark Größe. Wenn man jetzt einen Teich hat, den meistens heutzutage aus Folie gemacht hat, sollte man die passenden Pflanzgefäße haben und nicht auspflanzen, wie das früher in den Betonteichen üblich gewesen ist. Wenn man den Teich tief genug macht, das heißt frostfrei für die Seerose, kann man jederzeit jede Seerose einsetzen bei uns. Und dies frostfrei heißt 50 cm über Pflanzkübel. Man sollte auch den Teich nicht zu tief machen, dabei die Temperatur in tieferen Bereichen wesentlich abnimmt und dann die Seerose nicht so stark wachsen kann. Die Angabe der Tiefe, die oft in den Büchern steht, ist nicht gedacht, dass man das unbedingt einhalten soll, sondern das ist nur, was die Pflanze überhaupt verkraften kann. Es gibt Seerosen, die bis zu 2 Meter tief wachsen, aber dies nur in Fließgewässern, nicht in Teichen. Das sollte man sich nicht irreführen lassen. Die Seerosen, die wir hier anbieten, kann man alle bei 50 cm halten, egal welche Angaben in der Literatur gemacht werden. Das heißt also, dass man nichts machen braucht, wenn sie in einem richtigen Teich stehen, ohne Winterschutz und ohne irgendwie, dass man diese Pflanze rausnimmt. Hat man nur ganz flache Becken, dann sollte man im Winter das Wasser ablassen und die Seerose mit Laub oder Torfmoll zudecken. Wir haben ungefähr 20 Seerosensorten, die von Mitte Mai bis zum Herbst blühen. Die heimische weiße Seerose, die hat eine ganz kurze Blühzeit und sollte deswegen nach Möglichkeit nicht genommen werden. Unter anderem steht die unter strengem Naturschutz und darf aus den heimischen Wässern nicht entnommen werden, da der Bestand stark zurückgegangen ist. Und es ist auch die Hybriden, die also Zuchtsorten, die aus Frankreich und aus England kommen, die sind wesentlich blühwilliger und im Sommer kann man an einer Seerose ununterbrochen Blüten haben, sodass es der Gartenteich immer etwas zu sehen gibt.
Wir stehen hier vor dem Plakat der Ausstellung Kurt Herrmann, ein Maler der Moderne in Berlin. Das Plakat fußt auf einem Pastell aus dem Jahre 1901, als sich Herrmann intensiv mit dem Farbkanon der Neoimpressionisten auseinandersetzte. Die Ausstellung, die auf diesem Plakat vorgestellt wird, findet im Berlin-Museum bis zum 16. Juli statt und ist täglich außer montags von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Kurt Herrmann ist wohl der einzige bedeutende deutsche Maler aus dem Neoimpressionismus, der zudem noch engen Kontakt mit seinen Pariser Kollegen um 1900 bis 1905 hatte. Kurt Herrmann zog von Berlin, wo er bei Karl Steffek ganz hier in der Nähe des Berlin-Museums ausgebildet wurde, genau übrigens wie der berühmte Berliner Kollege Max Liebermann, nach München. In München lernte er, wo er in einigen Ateliers arbeitet, auch den Kunsthistoriker Richard Mutter kennen, den wir hier auf dem Bild sehen. Mutter hatte gerade eine große Monographie über die Malerei herausgegeben und darunter alleine 17 Seiten über Manet und die Impressionisten. Das war Herrmanns Einstieg in die moderne französische Malerei. Hier ein Bildnis von einem Münchner Brauereibesitzer, die berühmte Pschorr Bierbrauerei, 1887 gemalt. Das Bild befindet sich noch heute in Besitz der Familie. Es zeigt hier den damaligen Gründer Georg Pschorr. Dieses Selbstbildnis des Malers aus dem Jahre 1873 entstand noch in Berlin während seiner Ausbildung bei dem Berliner Maler Karl Steffek. Um 1897, nachdem Herrmann sich zum ersten Mal in Paris aufgehalten hatte, wo er führende Vertreter der damaligen Art Nouveau-Kunst, also des späteren Jugendstil, kennenlernte, beschäftigte sich Herrmann mit einer sehr farbintensiven und flächigen Malerei. Hier sieht man ein Mädchen in einem Kahn, wahrscheinlich auf der Spree bei Hangelsberg in der Nähe von Berlin. Und das zeigt doch ganz deutlich die Herkunft aus der Jugendstilmalerei, die er aber kurze Zeit später wieder aufgab. Herrmann, der schon in seiner frühen Zeit als Maler sich sehr heftig der Farbe, und zwar dem, wie er sagte, dem reinen Licht zugewandt hatte, lernte um 1897, 98 die sogenannte pointillistische Malerei kennen, die sich also rein weg aus den Spektralfarben zusammensetzt. Und dies beeinflusste ihn ganz besonders, vor allem da 1898 in Berlin durch Harry Graf Kessler und den Kunstkritiker Meyer Gräve eine große neoimpressionistische Ausstellung stattgefunden hatte, die Herrmann ganz genau gesehen hatte und wo er sogar Bilder gekauft hatte. Aus diesem Jahr 1898 bis etwa 1910 hat er sich fast ausschließlich mit der pointillistischen Malerei auseinandergesetzt. '05 bis '07 stellte Kurt Herrmann mehrfach zusammen mit den französischen Künstlern im Salon des Indépendants in Paris aus, wo er auch Henri Matisse kennenlernte, von dem er schon sehr früh ein Bild erwarb. Das hier gezeigte Landschaftsbild zeigt deutlich den Einfluss des französischen fauvistischen Malers, und Herrmann löst sich hier vom punkthaften Auftrag der Pointillisten zu einer fast schon expressionistischen Malweise.
Der Maler Kurt Hermann hatte 1897 in eine sehr reiche jüdische Bankiersfamilie geheiratet, sodass er sich im Sommer immer in einem Schloss in Franken aufhielt, während er im Winter als Mitglied der Sezession in Berlin tätig war und hier eine Reihe von großartigen Stadtbildern gemalt hat. Hier sehen wir 1909 in Moabit die Hansabrücke im Bau befindlich. Und es ist erstaunlich, wie die reinen Farben der Neoimpressionisten hier sozusagen die klirrende Kälte eines frostigen Wintertages herüberbringen. In der zeitgenössischen Presse hieß es sogar, die lila und blau schimmernden Eisteilchen ließen den Betrachter vor diesem Bild förmlich verfröstelt, vor Frieren und Kälte erschauern. ...1916-17, also im Kriegswinter, waren sozusagen schlimme Verhältnisse im Berliner Zoo. Erstens kein Futter, zweitens keine Heizung. Das bedeutete, dass unendlich viele Tiere im Zoo verhungerten, vor allem die tropischen Vögel. Hermann nutzte diese Gelegenheit und malte hier einen toten Flamingo aus dem Berliner Zoo. Er war mit dem damaligen Direktor verwandt, der ihm diese toten Vögel zur Verfügung stellte. Es ist ein eindrucksvolles Bild von fast 2 Meter Höhe und zeigt einen an den Beinen aufgehängten Flamingo. Das Ganze, der helle Leib des Vogels, verschwimmt dann in einem Wirrwarr von blau-schwarzen Farben. Und hier zeigt sich deutlich seine erneute Hinwendung zur japanischen und chinesischen Malerei, die ihn schon 20 Jahre früher beschäftigt hatte. Hermann war, wie viele Künstler seiner Zeit, ein großer Anhänger eines kompletten Gesamtkunstwerkes. Ihn interessierte das Zusammenwirken von Möbel, Wohn-, Raumkunst, Kunstgewerbe und Malerei. Und er fand darin den idealen Freund und Partner in dem berühmten belgischen Jugendstilkünstler Henri van de Velde, den Hermann auch unterstützte, als er 1900 nach Berlin zog. 1911 richtete ihm Henri van de Velde dieses Speisezimmer in Berlin-Charlottenburg ein, das zu seiner Zeit viel bewundert wurde und in vielen Kunstzeitschriften veröffentlicht war. Hermann erfand oder entwarf in Zusammenarbeit mit van de Velde die Wandbilder, die in elegante Wandpaneele eingelassen waren. Kurt Hermann hatte schon um 1897 begonnen, eine moderne Kunstsammlung aufzubauen. Er besaß unter anderem Werke von Van Gogh und Gauguin, kaufte aber auch ganz moderne Franzosen wie Derain und Henri Matisse, die damals noch nicht einmal den Namen bekannt waren. Am bedeutendsten natürlich und am wichtigsten die im nahestehenden Künstler wie Paul Signac und hier Henri Edmond Cross oder Theo van Rijsselbergen mit seinem Strandbild. Diese Bilder sind schon deshalb so von Bedeutung, weil sie 1919 bis 1926 im damaligen Kronprinzenpalais unter den Linden in der Nationalgalerie hingen und ein Anziehungspunkt für die Berliner waren, während heute in ganz Berlin nicht ein einziges neoimpressionistisches Bild in einem Museum zu sehen ist. Die Ausstellung, die hier gezeigt wird, umfasst ungefähr 130 Bilder, Ölgemälde, Aquarelle und Pastelle des Malers Kurt Hermann, sowie eben eine Sammlung von ca. 20 französischen Gemälden aus seiner Sammlung. Die Ausstellung dauert bis zum 16. Juli und ist täglich außer montags von 10 bis 22 Uhr durchgehend geöffnet. Zur Ausstellung erschien ein umfangreicher Katalog, in dem auch noch hunderte von Künstlerbriefen veröffentlicht wurden, darunter Briefe an Hermann von Liebermann, von Kirchner, von Haeckel, von den bedeutenden Expressionisten, aber auch von den französischen Malern. Thank you.
Hallo Nachbarn, wir sind heute hier in Neukölln im alten Rixdorf in der Willenbruchstraße. Und zwar sind wir hier im Zahnärztlichen Dienst Neukölln. Das hat heute seinen Grund, denn wir feiern heute das 75-jährige Jubiläum dieser Zahnklinik. Sie wurde 1914, also während der Kaiserzeit vor Beginn des Ersten Weltkrieges, von Herrn Dr. Ritter gegründet und zählt heute zu den ältesten Zahnkliniken dieser Stadt. Neben mir meine Mitarbeiterin, Frau Dr. Silvia Dohnke. Sie ist seit einigen Jahren hier die Leiterin dieses zahnärztlichen Dienstes. Frau Dohnke, wie viele Kunden haben Sie dann hier so im Jahr über? Wie viele Mitarbeiter? Und was geben Sie im Einzelnen so den Bürgern bekannt, Hinweise, Tipps und so weiter? Ja, also der Zahnärztliche Dienst Neukölln untersucht alle Kinder und Jugendlichen des Bezirks vom 3. bis etwa zum 18. Lebensjahr in den drei Kliniken. Wir sehen etwa 27.000 Kinder und Jugendliche im Jahr. Neu an unserer Arbeit ist die Gruppenprophylaxe. Das heißt, dass wir Kindern und Jugendlichen, ganz besonders aber auch Kindergartenkindern, alles Wichtige zur Mundgesundheit hier vermitteln, kombiniert mit praktischen Übungen. Die wesentlichen Dinge, die wir vermitteln, immer in altersgerechter Form, sind die Notwendigkeit, zweimal im Jahr den Zahnarzt aufzusuchen, zur Kontrolle und gegebenenfalls auch zur Behandlung, regelmäßig Zahnpflege zu betreiben, und zwar nach jeder Mahlzeit, ganz besonders, wenn die Mahlzeiten Süßigkeiten, also Zucker, enthielten. Hinweise, wie man es schafft, möglichst wenig zuckerhaltige Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Das ist also wichtig, vor allem auf zuckerhaltige Zwischenmahlzeiten zu verzichten. Ein weiterer Hinweis, dass besonders klebrige Zucker besonders gefährlich für die Zähne sind, und letztendlich weisen wir auch darauf hin, dass Fluoridierungsmaßnahmen unter zahnärztlicher Anleitung eine Kariesminderung von 50% bewirken können. Ja, das Ganze wird nicht nur in der Theorie gemacht, sondern auch in der Praxis. Wir haben hier neben uns zu liegen ein großes Gebiss mit einer überdimensionalen Zahnbürste, und hier können wir unseren Besuchern, vor allen Dingen natürlich den Kindern und Jugendlichen, sehr deutlich machen, wo kommt es beim richtigen Zähneputzen drauf an? Das wird hier von Frau Dr. Dohnke und ihren Mitarbeitern auch gezeigt. Ja, wer Interesse hat auch an der Geschichte dieser Zahnklinik hier in Neukölln, der kann sich gerne wenden an das Bezirksamt Neukölln, Abteilung Gesundheitswesen, Rathaus Neukölln, Berlin 44. Und wir schicken gerne eine Broschüre Ihnen dann zu, die wir anlässlich des 75-jährigen Jubiläums dieses zahnärztlichen Gesundheitsdienstes hier in Neukölln von Frau Dr. Dohnke herausgegeben haben. Also, wenn Sie Sorgen und Probleme mit Ihren Zähnen haben, wir stehen Ihnen hier in der Willenbruchstraße gerne mit Rat und Tat zur Seite. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder zu unserer Sorgenecke hier aus dem Haus des älteren Bürgers. Heute haben wir das Thema Obdachlosigkeit. Ein Thema, was teilweise aktuellen Bezug auch hat durch die Unterbringung von Aus- und Übersiedlern, aber auch teilweise den einen oder anderen Bürger treffen kann. Neben mir zu meiner Rechten darf ich sehr herzlich willkommen heißen Herrn Horst Zeugner. Herr Zeugner ist Leiter der Einrichtung Wohnheim Berlin, Teupitzer Straße, die Obdachloseneinrichtung des Bezirks Neukölln. Herr Zeugner, vielleicht wäre es für unsere Zuschauer auch wichtig zu sagen, welche Personengruppen gibt es denn im Wohnheim Berlin? Wir haben derzeit Aussiedler im verstärkten Maße, weil die in anderen Einrichtungen nicht unterzubringen sind. Und die möchte ich als wohnungslos bezeichnen. Obdachlose sind etwa 150 Personen, die im Wohnheim aufhältig sind. Das sind Familien,
oder Teilfamilien oder alleinstehende Frauen. Männer des Bezirkes, die obdachlos sind, sind in Pensionen untergebracht und dürften so etwa die Zahl 300 etwas mehr sein. Ansonsten hat ja das Wohnheim Berlin die Aufnahmeverpflichtung für obdachlos alleinstehende Frauen und Familien. Gibt es denn viele Familien, die davon betroffen sind? Relativ wenig. Wenn wir die Zahl der Bewohner mit 300.000 für Neukölln etwa sehen, sind es weniger als 1%, etwa 0,5%, was als wohnungslos, obdachlos gilt. Die Leute, die von der Obdachlosigkeit betroffen sind, sind etwa im Wohnheim ein Jahr aufhältlich, statistisch gesehen. Familien haben meistens die Möglichkeit, schneller eine Wohnung zu finden. Alleinstehende ist es weitaus schwieriger, da kann es passieren, dass sie jahrelang bei uns im Hause aufhältlich sind. Gibt es nicht einen gewissen Makel bei den Familien, wenn sie einmal in einer Einrichtung untergekommen sind, dass sie vielleicht auch bei Wohnungsbaugesellschaften Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu bekommen, wegen der Adresse? Teilweise ja. Es richtet sich nach der Aufenthaltsdauer im Wohnheim Berlin. Ist der Aufenthalt ziemlich kurzfristig, sind die Leute noch in Arbeit, lässt sich relativ schnell eine Wohnung finden im Augenblick. Mit dem Wohnungsmarkt ist es schwierig, also Wohnungen zu finden. Wie ist es denn bei den Behörden? Es ist ja so, dass wenn jemand obdachlos wird oder von Obdachlosigkeit bedroht ist, dieses ja nicht von heute auf morgen geschieht. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten und Maßnahmen, überhaupt zu verhindern, dass jemand obdachlos wird? Es gibt jede Menge Möglichkeiten. Das Bundessozialhilfegesetz ist dort die Grundlage. Und ich meine Gesetz als Rechtsanspruch. Und das Wort Hilfe sagt das Wichtigste, nämlich eine Hilfe soll es sein. Wenn Leute aktiv werden, wenn sie durch Kündigung irgendwo einen Wohnungsverlust droht und sie gehen zum Bezirksamt, zum zuständigen Sozialarbeiter oder Sachgebiet, lässt sich also relativ schnell eine Hilfe finden, auch wenn sie über dem Satz für Hilfe zum Lebensunterhalt liegen. Das heißt, dass man ihnen da in Form eines Darlehens im Allgemeinen helfen kann. Das heißt, Obdachlose haben natürlich sicher auch, wenn sie nachweisen können, dass sie unverschuldet in die Obdachlosigkeit reingekommen sind, einen Rechtsanspruch auf Hilfe. Gibt es denn Familien, wo diese Obdachlosigkeit abzusehen ist und diese Familien dann vielleicht auch die Chance haben, auch so einen Räumungstermin als Aufschub zu erwirken? Es gibt einen Räumungsaufschub vom Gericht, das ist möglich. Es gibt die zweite Möglichkeit, die durch die Verwaltung gegeben ist, eine Beschlagnahme der Wohnung. Beides möchte ich hintanstellen. Wichtiger ist die vorbeugende Hilfe. Das heißt, die Leute müssen aktiv werden, sich beim Sozialamt, beim zuständigen Sachgebiet oder dem Sozialarbeiter melden und dort ihre Notlage im Allgemeinen oder die finanzielle Situation halt darlegen. Und dann lässt sich in meisten Fällen eine Obdachlosigkeit abwenden. Wenn man von der Obdachlosigkeit spricht und wenn man das historisch sieht, dann handelt es sich ja um sogenannte Asyle und es handelt sich um Einrichtungen, von denen der Bürger glaubt, dass dort ein Personenkreis sich aufhält, der asozial ist. Ich möchte das mal mit diesem Wort zum Ausdruck bringen. Kann man denn das heute noch in dem Sinne sagen? Das kann man nicht sagen. Asozial sagt das Wort, unüblich, sagen wir schlicht. Ich denke, dass viele Leute unverschuldet, bestenfalls durch Inaktivität in die Obdachlosigkeit geraten sind, weil sie vorab irgendwie Vogel-Strauß-Politik betrieben haben, sich nicht um ihre eigenen Belange gekümmert haben, die Sache haben schleifen lassen, es zur Räumungsklage kam und sie dann bereits die Wohnung verloren haben, als wir von der Sache erfahren haben. Und ich meine, wenn die Leute aktiv sind, lässt sich dieses einfach und schlicht vermeiden. Manche Familien erfahren es zu spät, weil irgendwelches Familienmitglied halt die Sachen unterbuddelt und der andere Partner das überhaupt nicht erfährt und dann eben die Räumungsklage nicht mehr abzuwenden ist. Ich meine, dass die Familien, die im Wohnheim sind, durchaus die Chance haben, rauszukommen, aber ich wiederhole mich hier,
Wichtiger ist die vorbeugende Hilfe. Die Leute müssen so schnell als möglich aktiv werden. Wenn sie also eine Kündigung angedroht bekommen oder eine Mahnung zur Zahlung der Miete, dann wird es Zeit, sich mit dem Bezirksamt in Verbindung zu setzen. Das heißt, Herr Zeugner, Sie haben die Erfahrung gemacht, dass teilweise die Familien gar nicht darauf achten, dass so eine Kündigung ansteht und dass sie vielleicht auch in der Hoffnung nehmen, na, es wird sich schon wieder irgendwie alles richten und der Hauswirt wird im Endeffekt vielleicht ein Hinauszögern der Maßnahme des Räumungstermins zustimmen. Und dass von daher eben viele Familien diesen Schritt auch zum Amt scheuen. Gibt es denn altersmäßige Unterschiede, dass man sagt, es betrifft überwiegend junge Familien oder gibt es auch ältere Bewohner in diesem Heim? Betroffen sind alle Altersgruppen. Es ist also nicht festzustellen, dass man jüngere Familien hier in der Obdachlosigkeit findet oder ältere. Es sind alle Altersgruppen im Hause aufhältlich. Bei den alleinstehenden Frauen kann man wohl feststellen, dass es ältere Damen sind, die bei uns aufhältlich wären. Und länger aufhältlich werden, da ist das Problem einer angemessenen Unterkunft halt gegeben. Da ist wirklich schwierig. Und da denke ich, ist auch das Problem Wohnheim, Obdach, dass das eben stark durchschlägt und da Schwierigkeiten bereitet. Nun habe ich gehört, dass es im Bereich des Wohnheims Berlin auch Außenstellen gibt, das heißt beschlagnahmte Wohnungen. Was ist denn das? Beschlagnahmte Wohnungen sind Wohneinheiten, die von uns mit betreut werden, das heißt sozialpädagogisch wie finanziell. Diese Wohneinheiten haben die Möglichkeit mit einer anderen Adresse, also die Leute, die die Wohneinheiten nutzen, haben die Möglichkeit mit einer anderen Adresse dann einfach schneller eine Wohnung zu finden, sollte das Wohnheim irgendwie da ein Handicap bedeuten. Das heißt, hier handelt es sich um Bewohner, die teilweise aus dem Wohnheim Berlin in eine Wohnung eingewiesen werden, die beschlagnahmt worden ist, um auch die Adresse Wohnheim Berlin-Teubitzer Straße nicht zum Ausdruck zu bringen, weil die Bewerbung dann für eine andere Wohnung leichter geworden ist. Was können Sie allgemein noch unseren Zuschauern raten, wenn so ein Problem auftritt, nämlich dass eine Räumungsklage ins Haus steht? Nochmal ganz kurz, Sie hatten es ja vorhin schon erwähnt. Die Räumungsklage wird uns über das Amtsgericht Neukölln bekannt. Und wenn wir, das Bezirksamt, die Leute ansprechen, also anschreiben, dann ist es wichtig, dass die Leute sich beim Bezirksamt melden und dort die Hilfen annehmen oder zumindest versuchen, Hilfe zu finden. Und ja, einfach Bezirksamt Neukölln anrufen und sich mit dem zuständigen Sachgebiet verbinden lassen, beziehungsweise Bürgerberatungsstelle halt anrufen und dort das zuständige Sachgebiet erfragen. Oder dann, wenn es um Schuldensachen geht, rein finanziell, also Kredite oder sowas, Verbraucherzentrale oder sowas, diese Hilfsmöglichkeiten werden dann genannt. Ja, herzlichen Dank, Herr Zeugner, als Leiter des Wohnheims Berlin. Vieles konnte hier nicht behandelt werden, es sollte auch nur ein kurzer Eindruck gegeben werden. Ich möchte Ihnen herzlich danken, dass Sie wieder zugeschaut haben am heutigen Abend. Ich möchte aber auch unserem Gesprächspartner, Herrn Horst Zeugner, ein herzliches Dankeschön sagen. Sollten Sie Fragen haben, können Sie mich unter der jetzt eingeblendeten Adresse erreichen. Herzlichen Dank. Hallo Nachbarn, in 3 Wochen ist es soweit. Vom 7. bis 11. Juni findet der 23. Deutsche Evangelische Kirchentag hier in Berlin statt. Und Sie haben schon sehr geholfen. Denn Sie wissen ja, über 150.000 Gäste erwarten wir in dieser Zeit hier in unserer Stadt. Und dafür brauchen wir eine Menge Quartiere. Insgesamt 16.000 Privatquartiere. Und Sie haben uns schon geholfen. Wir haben momentan 13.200 Quartiere zusammen. Aber wer nachrechnet, wird feststellen, es fehlen noch ein paar Tausend. Und da sind wir immer noch auf Ihre Hilfe angewiesen. Und wir haben die Bitte, gucken Sie noch mal nach, haben Sie nicht im Wohnzimmer noch eine Couch übrig oder in der Laube, gibt es da eine Möglichkeit, auf der Luftmatratze jemand unterzubringen? Denn im Stehen schläft man schlecht. Und wir wollen doch allen Gästen nach Möglichkeit eine ruhige Schlafgelegenheit bieten. Deshalb gucken Sie bitte bei sich zu Hause noch mal nach oder fragen Sie Ihre Freunde, Bekannten und Verwandten, ob noch eine Schlafmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden kann.
Wenn Sie eine haben, wenden Sie sich bitte an die Kirchentagsleitung in Neukölln, im Britz, in der Blaschko-Allee, Telefon 60 09 04 66, draußen in Britz, in der Blaschko-Allee. Herzlichen Dank für Ihre Mühe.